Wir haben die Einmeldung erhalten von der Bundesanwaltschaft in den vergangenen Minuten, dass Anhänger der Hamas-Terroristen festgenommen worden sein sollen. Und deshalb wollen wir gleich zu unserem politischen Korrespondenten Achim Unser in den Bundestag schauen. Achim, was weiß man denn genauer, um was für Männer handelt es sich und was ist bisher bekannt gegeben worden aus Karlsruhe? Also diese Verhaftung ist erfolgt auf Veranlassung der Bundesanwaltschaft. Es wurden festgenommen ein Libanese, ein Ägypter, ein Niederländer. Der Niederländer wurde von der niederländischen Polizei in Rotterdam festgenommen. Alle drei sind dringend verdächtig, Mitglieder der verbotenen Terrororganisation Hamas zu sein. Und des Weiteren wurde vorläufig festgenommen ein weiterer Libanese. Der Libanese, der wirklich verdächtig ist, Mitglied der Terrororganisation Hamas zu sein, der hat angeblich schon seit dem Frühjahr dieses Jahres den Auftrag, ein Erdlager mit Waffen in Deutschland zu suchen, also ein Erdlager, das die Hamas in der Vergangenheit angelegt hat. Und er ist dann in verschiedenen Personenkonstellationen mit den anderen Verdächtigen dann im Oktober oder seit im Oktober dann auch in Berlin und rund um Berlin unterwegs gewesen, um eben dieses Waffenlager ausfindig zu machen. Die Waffen, die sollten dann nach Berlin gebracht werden und sollten dann für mögliche Terroranschläge auf jüdische Einrichtungen in ganz Europa verwendet werden. Soweit die Meldung dessen, was dass die Bundesanwaltschaft momentan dann eben uns zur Verfügung gestellt hat. Mehr wissen wir bislang noch nicht. Achim, aber lass uns mal generell auf die Situation schauen. Es hat ja Versuche gegeben, Anschläge auf Weihnachtsmärkte, die zum Glück verhindert werden konnten, rechtzeitig dann die antisemitischen Vorfälle seit dem 7. Oktober. Sie sind in Deutschland absolut auf einem Rekordniveau seit dem schrecklichen Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel. Also wie ist generell jetzt vor allen Dingen in der Weihnachtszeit, in diesen Tagen und Wochen die Sicherheitslage für Deutschland? Die Sicherheitslage ist eigentlich seit dem 7. Oktober angespannt, hier in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Spätestens seit der Bodenoffensive Israels in Richtung Gaza-Streifen natürlich. Und deswegen wird ja auch dann verstärkt vor jüdischen Einrichtungen patrouilliert von der Polizei. Allerdings, das hier hat natürlich auch eine andere Qualität, weil es sind direkt Hamas-Mitglieder, die hier, also verdächtigt bislang, man muss immer sagen, mutmaßliche Hamas-Mitglieder, die heute festgenommen wurden. Und die Anschläge, die in der Vergangenheit, in den letzten Wochen verhindert wurden, das waren mögliche Sympathisanten, Mitläufer des IS zum Beispiel. Aber bislang hieß es da immer, dass sie eben nicht zur Hamas zu zählen sind. Diesmal handelt es sich tatsächlich angeblich um mutmaßliche Mitglieder der Hamas. Achim, danke für all diese aktuellen Informationen zu den Festnahmen von mutmaßlichen Hamas-Terroristen, die Anschläge in Deutschland oder in Europa verüben wollten. Du hältst uns weiter auf dem Laufenden. Danke in den Bundestag. Und gleich werden wir über diese spektakulären Festnahmen sprechen mit dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, um noch einmal über die Gefahrensituation für Deutschland wegen des Nahostkonfliktes zu informieren. Damit jetzt nach Russland, denn es war ein Auftritt nach seinem Geschmack. Hauptsache dick auftragen und sich als der starke Mann zu präsentieren. Wladimir Putin nutzte die Bühne und präsentierte sich als der uneingeschränkte Macher und Herrscher Russlands. Zum ersten Mal seit Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine stellte sich der 71-Jährige wieder den Fragen von Bürgern und Journalisten. Aber naja, Sie werden sich's denken können, die waren alle vorher vom Kreml handverlesen ausgewählt worden. Putins wichtigste Botschaft: Russland geht's trotz der Sanktionen des Westens prächtig. Andreas Büttner fasst diesen vierstündigen Auftritt zusammen. Vorhang auf für die große Propagandashow. Applaus für Präsident Putin bei seiner Ankunft. Neben den anwesenden Journalisten haben auch russische Bürger die Gelegenheit, telefonisch Fragen zu stellen. Spontan allerdings nicht. Die Fragen wurden bereits seit 2 Wochen eingereicht. Schnell kommt die Rede auf den Krieg in der Ukraine und wann es Frieden geben wird. Es wird Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreichen, die Sie erwähnt haben. Lassen Sie uns auf diese Ziele zurückkommen. Sie ändern sich nicht. Ich möchte Sie daran erinnern, worüber wir damals gesprochen haben. Die Entnazifizierung der Ukraine, die Entmilitarisierung und ihren neutralen Status. Putin gibt sich selbstbewusst und zufrieden. An der Front sei alles unter Kontrolle und in Russland entwickle sich die Wirtschaft sehr gut, trotz der westlichen Sanktionen.
Der wichtigste Indikator ist das Wirtschaftswachstum. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts wird bis Ende des Jahres voraussichtlich 3,5% betragen. Das bedeutet, dass wir den Rückgang des letzten Jahres wettgemacht und einen ernsthaften Schritt nach vorne gemacht haben. Im Fernsehstudio werden Fragen der Bürger auf einem großen Bildschirm eingeblendet. Besondere Aufmerksamkeit erregen dabei Fragen wie: Warum unterscheidet sich Ihre Realität von unserer Lebenswirklichkeit? Putin beantwortet diese Frage nicht. In den 4 Stunden nimmt er auch nicht den Namen von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny oder die der Wagner-Söldner in den Mund. Eine kleine Spitze gegen Europa kann er sich aber nicht verkneifen. Wenn die europäischen Länder und vor allem der französische Präsident nicht mit uns kommunizieren wollen, nun, dann ist die Sache damit erledigt. Wir haben schließlich etwas zu tun. Putin fühlt sich sicher. Jüngste Umfragen zeigen, dass 80% der Russen die Arbeit des Präsidenten gutheißen. Seine Wiederwahl am 17. März steht außer Frage. Ernstzunehmende Gegenkandidaten werden ohnehin nicht zugelassen. In Brüssel läuft zur Stunde ja der 2-tägige EU-Gipfel. Allerdings hat das Treffen mit Verspätung begonnen. Grund war ein Krisentreffen von Kanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit dem ungarischen Premier Orbán. Ergebnisse wurden bisher nicht bekannt. Orbán droht ja weiterhin mit seinem Veto für den Beginn der Beitrittsgespräche mit der Ukraine. Außerdem blockiert er EU-Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro für das von Russland angegriffene Land. Und das trotz einer Zahlung der EU an Ungarn von 10 Milliarden Euro. Das wurde kurz vor Beginn des Gipfels bekannt. Es handelt sich um Gelder, die wegen Rechtsstaatsmängeln bisher eingefroren waren. Daher ist die Kritik groß. Die Grünen im EU-Parlament sprechen von Schmiergeldzahlungen, die SPD von Erpressung durch Orbán. Und wir schauen nach Brüssel ins Justus-Lipsius-Gebäude, dem Tagungsort. Dort ist Marco Reinke, beobachtet ja für uns die ganzen Entwicklungen. Marco, das ist ein Gipfel, der kurz vor Weihnachten unter keinem guten Stern steht, oder? Absolut nicht, denn es scheint so ein bisschen so, als wenn für Bundeskanzler Olaf Scholz und auch eigentlich für alle anderen Staaten der so ziemlich katastrophalste Fall eintritt. So sieht es zumindest aktuell aus, dass man hier keinen gemeinsamen Schluss finden kann. Es gibt mehrere Szenarien, die aktuell noch denkbar sind. Einmal wäre natürlich, dass Viktor Orbán seine Blockade aufgibt. Da ist allerdings die Frage, zu welchem Preis sozusagen, denn er selbst ist heute Morgen hier angekommen und hat noch einmal klargemacht, für ihn gibt es eigentlich keinen Grund, über Beitrittsverhandlungen für die Ukraine zu sprechen, und für ihn gäbe es vor allem auch keinen Grund, über die 50 Milliarden Euro zusätzlich für die Ukraine zu sprechen. Die wollte man ja eigentlich von EU-Seite als Hilfen bereitstellen. Von daher ist die Frage, ob man von Seiten der EU Ungarn doch noch etwas anbieten kann oder ob man tatsächlich sozusagen das Ganze annimmt und am Ende hier ohne Gipfelerklärung, ohne gemeinsamen Gipfelbeschluss herausgeht. Und das wäre ein ziemlich verheerendes Zeichen, denn die Aufnahme der Ukraine in die EU wäre natürlich ein geopolitisches Signal. Die EU versucht damit natürlich auch ihre geopolitische Bedeutung zu schärfen, zu stärken natürlich auch. Und wenn man hier keinen Beschluss fassen könnte in diesen 2 Tagen, dann wäre das natürlich ein verheerendes Signal. Und aufgrund der Blockade von Viktor Orbán hat man hier heute auch schon davon gesprochen, dass hier auch Russland mit am Tisch sitzen würde. Und der belgische Staatschef beispielsweise, der hat heute auch gesagt, das ist hier ein EU-Gipfel und kein ungarischer Bazar. Also hier gäbe es eigentlich keinen Grund für Verhandlungen mit Viktor Orbán. Marco, aber lass uns noch mal auf diese Zahlungen schauen. 10 Milliarden waren ja eingefroren an Ungarn wegen Rechtsstreitigkeiten. Und es sind weitere Milliardenzahlungen, die auch noch eingefroren sind. Jetzt wurden zumindest die 10 Milliarden plötzlich freigegeben. Und die Grünen sprechen ja von einem Schmierentheater. Die SPD spricht von Erpressung. Also welche Rolle spielen tatsächlich jetzt für diesen Gipfel diese EU-Zahlungen an Ungarn?
Der Vorwurf ist zumindest da, dass Ungarn diese Gelder erpresst habe, mit der Drohung ja auch schon im Vorfeld des Gipfels, dass man einen Beitritt der Ukraine blockieren würde. Daraufhin dann eben gestern Abend die Freigabe von Seiten der EU-Kommission mit der Begründung, Ungarn habe jetzt alle Bedingungen erfüllt. Allerdings sagen viele EU-Diplomaten, das sei eigentlich gar nicht der Fall und deswegen sei das Ganze eben doch ein Zeichen, dass man von Seiten der EU-Kommission hier nachgegeben habe. Und das ist sicherlich auch etwas, was Viktor Orban weiß, dass es diese weiteren eingefrorenen Gelder gibt. Und damit hat er natürlich weiterhin ein Druckmittel. Deswegen auch der große Unmut innerhalb der EU unter den anderen 26 Staaten, dass er eben genau dieses Druckmittel nun nutzt, um die europäische Gemeinschaft zu erpressen. Es scheint so ein bisschen so, als wenn dieser Gipfel, man kann es vielleicht überschreiben mit einer gegen alle. Marco, danke für diese aktuellen Einordnungen aus Brüssel. Stell dich mal auf eine lange Nacht ein. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu, und damit schauen wir auf den Nahostkonflikt, hat Forderungen nach einer Waffenruhe im Gazastreifen zurückgewiesen. Die Offensive werde bis zum Ende fortgesetzt, trotz des internationalen Drucks, sagte der Premier vor Soldaten. Zuletzt hatten sich auch die Vereinigten Staaten kritisch über das militärische Vorgehen der israelischen Armee gegen die Hamas-Terroristen im Gazastreifen geäußert. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, erklärte, Washington sei besorgt wegen der zivilen Opfer und der Fortsetzung des Militäreinsatzes. Allerdings wies er auch darauf hin, dass die Hamas-Terroristen den Krieg begonnen haben. Inzwischen hat US-Präsident Joe Biden John Kirby nach Jerusalem zu Gesprächen mit Netanyahu geschickt. Und Rixa Fürsen hat über die aktuelle Lage im Nahostkonflikt mit dem israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosser, gesprochen, aber natürlich auch auf die Entwicklungen hier, was die Antisemitismusvorfälle in Deutschland angeht. Eure Exzellenz, wir stehen heute hier auf einer Veranstaltung, um das jüdische Lichterfest Chanukka zu feiern. Viele Politiker und Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind hier. Nehmen Sie die gleiche Unterstützung wie aus der Politik, auch aus der deutschen Zivilgesellschaft wahr? Also ich muss sagen, dass mindestens auf Bereich, also Politik, Regierung, Bundeskanzler, Präsident, also die Unterstützung für den Staat Israel ist sehr klar. Wir schätzen es sehr. Ich hoffe, wir haben hier natürlich auch Unterstützung innerhalb vieler Teile der Bevölkerung. Aber wir müssen mehr Verständnis haben, was jetzt in Israel vorgeht. Israel befindet sich im Krieg gegen diejenigen, die versuchen, unsere Demokratie zu zerstören. Alles, was für uns wichtig ist, demokratische Werte zu beseitigen. Wir sind in der ersten Reihe und müssen zusammenhalten, damit wir wirklich ein Licht für die Zukunft zusammen sind. Jetzt, 2 Monate nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel, hat die deutsche Bundesregierung wieder angefangen, Entwicklungsarbeit in den palästinensischen Gebieten zu leisten. Wie nehmen Sie das wahr und welche Unterstützung muss aus Deutschland kommen, um weiterhin an der Seite Israels zu stehen? Ich glaube, dass da hier ein Unterschied gemacht werden soll zwischen humanitärischer Hilfe, die jeder normale Mensch versteht, dass man wirklich liefern kann. Aber man muss ganz klar, und das hat man also gesehen mit Hamas, man muss genau kontrollieren, wo das Geld hingeht, damit dieses Geld nicht zu Terroraktivitäten geht. Das muss kontrolliert werden. Diese Finanzen müssen unter Dach und Fach in die richtige Richtung sein. Und da müssen wir wirklich zusammenarbeiten, weil das unheimlich wichtig ist, dass wir die Leute unterstützen, die nicht Terroraktivitäten tun. Die Kämpfe dauern jetzt nun schon 2 Monate an. Wann ist das Ende der Bodenoffensive in Sicht? Wenn die verbliebenen 137 Geiseln befreit werden oder wenn die Hamas vollständig zerstört ist? Sie wissen, dass wir 2 Ziele gesetzt haben, die ziemlich schwierig sind. Also die Geiseln frei zu haben und Hamas-Infrastruktur und Führung zu beseitigen. Wir versuchen es gleichzeitig zu tun. Es ist schwierig, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen gewinnen, weil
ohne dass wir gewinnen und Hamas beseitigen, können wir in Ruhe und Frieden nichts in diese Region nehmen. Und ich hoffe mit Chanukka, dass wir nächstes Jahr eine Kerze entzünden, damit wir alle Frieden in dieser Region haben können. Dankeschön. Ja, und seit gut einer halben Stunde berichten wir immer wieder über diese Einmeldung, die uns erreicht hat. Denn wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, und zwar den Hamas-Terroristen, hat die Bundesanwaltschaft in Berlin und im niederländischen Rotterdam insgesamt 4 mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation festnehmen lassen. Wie die oberste deutsche Anklagebehörde in Karlsruhe weiter mitteilte, geht es um Waffen, die für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Deutschland, aber auch in Europa bereitgehalten werden sollten. Und auch in Dänemark ist die Gefahr groß. Auch dort gab es eine Terrorrazzia und mehrere Verdächtige wurden ebenfalls dort festgenommen. Nach Angaben des israelischen Geheimdienstes Mossad haben diese Personen Verbindungen zu den Hamas-Terroristen und die dänischen Behörden griffen deswegen zu, auch wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Terrorangriffs. Inzwischen hat sich auch der oberste Geheimdienstchef Dänemarks geäußert. Wir indkaldt ja für die PT her zum Morgen. Dänemarks Sicherheits- und Nachrichtendienst hat am Morgen eine Operation durchgeführt, deren Ziel es war, 3 Personen festzunehmen und eine Reihe von Durchsuchungen im ganzen Land durchzuführen, an denen 5 Polizeibezirke beteiligt waren. Die 3 Personen wurden inzwischen verhaftet und befinden sich in Gewahrsam. Die Durchsuchungen sind noch im ganzen Land im Gange. Ja, es ist also eine ganze Menge los bei den Ermittlungsbehörden. Das muss man so formulieren. Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, ist mir nun zugeschaltet. Guten Tag, Herr Wendt. Guten Tag, hallo. Was zeigen also diese Festnahmen sowohl durch Karlsruhe in Deutschland und in den Niederlanden, aber auch in Dänemark? Diese Festnahmen zeigen vor allen Dingen zweierlei. Erstens, dass die Sicherheitsbehörden nicht übertrieben haben, als sie gewarnt haben davor, dass in Deutschland und in ganz Europa die Terrorgefahr unglaublich hoch ist. Wir sind in einer hochbrisanten, gefährlichen Situation. Nicht übrigens erst seit dem 7. Oktober, aber vor allem natürlich seit dem 7. Oktober. Es gibt eine große islamistische Szene und es gibt eben auch Gefährder in Deutschland, die terrorbereit sind, die sich vorbereitet haben und die auch bereit sind, Terroranschläge zu begehen. Das ist die eine Wahrnehmung. Die andere Feststellung ist die, dass die Sicherheitsbehörden die Szene im Griff haben und im Blick haben. Man sieht ja hier an den gelungenen Festnahmen zum richtigen Zeitpunkt übrigens, dass Terroranschläge verhindert werden können, dank aufmerksamer Nachrichtendienste, Geheimdienste in anderen Ländern, aber auch dank der hervorragenden Arbeit der Zugriffskräfte hier in Deutschland, die GSG 9, in anderen europäischen Ländern andere Spezialeinheiten. Das heißt, auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der europäischen Polizeibehörden funktioniert gut. Jetzt, was wir wissen über diese aktuellen Festnahmen, es soll sich um 4 Männer halten, darunter ein Libanese und ein Ägypter. Und es soll offenbar so abgelaufen sein, dass die Männer dabei festgenommen worden sind, als sie versuchten, ein Waffenlager anzulegen. Was bedeutet das? Wie würden Sie das einordnen für sich? Ein Waffenlager anlegen, das zeigt doch, dass man tatsächlich noch nicht genau wusste, wo man zuschlagen will oder aber, dass man jederzeit zuschlagen könnte, oder? Nun, das zeigt vor allen Dingen eine hohe Bereitschaft, eine Gewaltbereitschaft und die Bereitschaft, Terroranschläge zu begehen, Waffenlager anzulegen, um dann für einen späteren Zeitpunkt möglicherweise zu nutzen. Das kenne ich noch aus meiner Jugend, aus der Zeit der Roten Armee-Fraktion, wo es auch diese Lager immer und überall gegeben hat. Also eine hohe Terrorgefahr. Und die Polizei, die Sicherheitsbehörden insgesamt müssen den richtigen Zeitpunkt erkennen, nämlich zu unterscheiden zwischen sogenannten straflosen Vorbereitungshandlungen und der konkreten Terrorgefährdung. Das scheint mir hier gelungen. Der Generalbundesanwalt hat hier die Ermittlungen sofort übernommen. Und jetzt steht die Stunde der Ermittler und die Stunde der Justiz, die Vorbereitung einer Straftat nachzuweisen haben und dann hoffentlich auch vor Gericht. Ein erfolgreicher Schlag gegen mutmaßliche Hamas-Terroristen. Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, danke Ihnen für das Gespräch und die Einordnungen. Sehr gerne.
Wir kommen zurück zur Bundespolitik, denn nach dem Willen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sollen sich Eltern auch für die pflegekranker Kinder künftig telefonisch von der Arbeit freistellen lassen können. Wie die Rheinische Post berichtet, dringt der SPD-Politiker in einem Brief an die Dachorganisation von Kassenärzten und Krankenkassen darauf, bei den sogenannten Kinderkrankentagen eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Damit sollen Arztpraxen entlastet und das Ansteckungsrisiko verringert werden. Eine telefonische Krankschreibung für Berufstätige ist seit Anfang Dezember wieder möglich. Und wir bleiben beim Thema Gesundheit, denn das Robert-Koch-Institut meldet steigende Zahlen bei Grippe, Corona und anderen Atemwegserkrankungen. Bundesweit sind inzwischen knapp 8 Millionen Infektionen registriert. Im vergangenen RKI-Bericht lag die Zahl noch bei 7,1 Millionen Infektionen. Die Erkrankungen sind demnach in Deutschland also weiter auf dem Vormarsch. Während Corona schon länger dominiert, nehmen nun aber auch die Grippenachweise deutlich zu. Nach RKI-Definition hat die Grippewelle, ausgelöst durch Influenzaviren, aber noch nicht einmal richtig begonnen. Von Influenza-Krankheiten sind bisher vornehmlich Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen, heißt es in dem Bericht weiter. Rund 2 Wochen vor Silvester steigen Politik und Polizei in Berlin in die heiße Phase der Einsatzplanung ein. Erneute Gewaltausbrüche wie zum vergangenen Jahreswechsel will Innensenatorin Spranger von der SPD unbedingt verhindern. Es sollen deutlich mehr Polizisten im Einsatz sein. Noch ist unklar, in welchen Gebieten Feuerwerk und Böller aus Sicherheitsgründen verboten werden. Derweil sieht die Feuerwerksbranche in diesem Jahr sich auf einen Rekordumsatz zuzubewegen. Die Bestellungen legen nach eigenen Angaben nun etwa wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Und damit schauen wir zu Gerrit Schröder, der für uns in einer Feuerwerksfabrik ist, wenn ich das so aus dem Blickwinkel sehen kann. Also da wird wirklich viel produziert gerade. Und Gerrit, tja, also die Hersteller, die sind zufrieden, kann man doch so formulieren, oder? Absolut. Hier ist also Hochbetrieb gerade hier. Wir sind bei Komet in Bremerhaven und hier sind alle gerade dabei, die vielen Pakete zu packen, die innerhalb von 3 Tagen in den Verkauf gehen sollen. Insgesamt 1 Million Pakete werden hier kommissioniert und das Geschäft hier, Komet, macht 50 Millionen Euro Umsatz an nur 3 Tagen. Wo geht der Trend hin? Wir haben hier Verbundfeuerwerk, also große Pakete an Böllern, die hochgehen, und es geht natürlich auch zum Ökofeuerwerk. Wir haben also Biofeuerwerk, was keine großen Knallgeräusche mehr abgibt, also ein leises Feuerwerk, aber mit großen Lichteffekten. Und vor allen Dingen, die Nachfrage ist natürlich auch da nach ökologisch sinnvollem Feuerwerk ohne Plastik. Früher sah das Ganze so aus mit Plastikkappen. Heutzutage sind die Kappen aus Pappe und auch unten die Verschlusskappe aus Pappe. Und der Trend geht eindeutig zu den ganz Großen. Hier ist das größte Feuerwerk, was es aktuell im Markt gibt, mit insgesamt 90 Sekunden Brenndauer, die Superpower. Und der Erfinder der Superpower steht neben mir. Das ist nämlich Kai Steinbach, Pyrotechniker. Erzählen Sie ganz kurz, was kann denn die Superpower und was kostet die? Ja, die Superpower liegt ungefähr im Bereich so 190 Euro für den Kunden. Was es kann, ist, wir haben ein Verbundfeuerwerk, wo Sie quasi eine komplette Feuerwerkschoreografie drin haben. Das heißt, viele verschiedene Effekte, verschiedene Schussmethoden. Sie zünden es einmal an und können dann 90 Sekunden lang das Feuerwerk genießen. Mit dem großen Vorteil, dass der anzündet, auch selber was davon hat. Also der Trend geht zu dem einmaligen Anzünden, zu großen Verbundfeuerwerken, die dann im Grunde ein längeres Feuerwerk darstellen. Das ist der Trend und damit soll auch die Sicherheit gewährleistet werden, denn durch das mehrmalige Anzünden von immer wieder kleinen Feuerwerk kann es zu Verletzungen führen und vor allen Dingen der vernünftige Umgang mit Feuerwerk, der ist gefragt, denn die Verletzungen, die treten erst dann auf, wenn man im Grunde falsch mit Feuerwerk umgeht. Gerrit, danke für diesen Einblick in die Feuerwerksfabrik Komet. Und ich muss es ganz ehrlich zugeben, du bringst mich da gerade auf eine fulminante Idee für den Jahreswechsel. Danke.